Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal um die Woche 2 Herausforderungen in Fortnite gehen, in der Season 7, die wir morgen höchstwahrscheinlich neu bekommen werden. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um keine Herausforderungen zu verpassen. Ansonsten wollte ich nochmal kurz anmerken, dass ich derzeit noch ein Gewinnspiel auf meinem Kanal am Laufen habe. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonnent von diesem Kanal sind natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Und natürlich auch auf Instagram folgen, TakeTakesGaming_YT. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann Hashtag Ehre nochmal in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr es auch wirklich gemacht habt. Und dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Wie ich auch schon eben erwähnt habe, geht es in diesem Video um die Woche 2 Herausforderungen der Season 7. Und wir fangen natürlich mit den ganz normalen Herausforderungen an. Wir haben wieder wie jede Woche 7 Herausforderungen bekommen, aber einige von denen beinhalten natürlich verschiedene Phasen, was ich irgendwie übelst nervig finde, aber Epic Games will es einfach nicht ändern und es bleibt weiterhin noch im Spiel so. Ja, und deswegen würde ich einfach mal sagen, fangen wir mit der ersten Herausforderung an. Wir sollen Kisten in verschiedenen benannten Orten durchsuchen. Ja, zum Beispiel jetzt in Pleasant Park eine Kiste, in Tilt Towers eine Kiste, in Salty eine Kiste und so weiter. Ihr wisst ganz genau, Orte, die einen Namen haben, da soll man eine Kiste öffnen. Das ist relativ einfach. 7 Stück soll man öffnen und das sollte für jeden eigentlich relativ schnell machbar sein. Dann haben wir noch eine Herausforderung und zwar Damage Opponents with Different Types of Weapons. Ja, wir sollen Gegner mit verschiedenen Waffen angreifen. Ja, man soll Schaden machen an verschiedenen Spielern mit verschiedenen Waffen. Wie zum Beispiel jetzt einmal eine Pistole, eine Shotgun, ein Sturmgewehr oder sonst irgendwas. Hier steht zwar Damage, also mach Schaden, aber ich denke, man soll die töten. Macht das einfach relativ einfach, auch solltet ihr da hinbekommen, weil ihr spielt ja nicht nur mit einem Sturmgewehr oder nicht nur mit einer Shotgun. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass diese Herausforderung auch relativ schnell machbar wäre. Dann kommen wir auch schon zur dritten Herausforderung, die jeder haben kann ohne Battle Pass. Und zwar Eliminate Opponents in Snobby Shores or Fatal Fields. Man soll 3 Gegner killen, entweder in Snobby Shores oder in Fatal Fields oder beide kombiniert, ist völlig egal. Du kannst einen in Snobby Shores und 2 in Fatal killen oder 2 in Snobby und einen in Fatal, ist völlig egal. Aber bei diesen 2 Orten soll man insgesamt 3 Kills machen. Ja, eigentlich relativ einfach, auch einfach in Fatal Fields landen, 3 Kills machen und weiter geht die Reise. Deswegen, das kann ich euch auf jeden Fall allen zumuten, auch wenn ihr nicht die übelsten Pros seid, solltet ihr das relativ easy hinbekommen. Das sind bis jetzt wirklich Herausforderungen, die nicht schwierig sind. Es sind natürlich auch die kostenlosen Herausforderungen, muss ich sagen. Da kann man jetzt nicht allzu schwierige Herausforderungen erwarten, aber nichtsdestotrotz sind sie im Spiel und deswegen muss ich sie auch hier erwähnen. Dann kommen wir schon zu den Battle Pass Herausforderungen und zwar die Phase 1. Visit Snobby Shores and Pleasant Park in a single match. Du sollst in einem einzigen Match Snobby Shores und Pleasant Park besuchen, also sozusagen von Snobby Shores direkt zu Pleasant Park rüber oder andersrum. Ich würde euch aber die erste Variante empfehlen, ist viel, viel einfacher und das ist aber nur die Stage 1, also die erste Phase. Die zweite Phase ist Lonely Lodge und dann Richtung Dusty Devo. Die dritte Phase ist Frosty Flights und dann Tomato Town. Stage 4, also die vierte Phase ist Lucky Landing und Retail Row und die fünfte Phase ist Snobby Shores und Tomato Temple. Ja, ich muss dazu sagen, die Orte sind mittlerweile ein bisschen weiter weg voneinander. Nichtsdestotrotz ist es relativ easy machbar und das kriegt man auf jeden Fall auch hin. Besorgt euch einfach ein Fahrzeug oder ein Flugzeug oder sonst irgendwas mit diesen Gleisen oder mit diesen Schienen, mit den Gondeln und so. Jetzt ist es ja auch eigentlich relativ easy machbar mittlerweile. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr von A nach B kommen könnt. Deswegen, Leute, müsst ihr einfach mal selber aussuchen. Aber wie gesagt, die verschiedenen Phasen sind eigentlich relativ machbar. Das Schwierigste hieran, würde ich einfach mal behaupten, ist Lucky Landing und Retail Row plus Snobby Shores und Tomato Temple. Die sind ja wirklich schon ein bisschen weiter weg voneinander. Frosty Flights und Tomato Temple, Leute, das ist gefühlt von der einen Ecke in die andere Ecke. Das sind richtig krasse Herausforderungen diesmal. Sonst waren das wirklich immer Orte, die nebeneinander sind, wie zum Beispiel Retail und dann Salty, das kriegt man ganz gut hin. Oder Dusty, Wo und Salty. Aber Leute, es sind einfach 5 Phasen und die sind richtig weit weg voneinander. Nichtsdestotrotz haben wir noch eine nächste Herausforderung und zwar Play the Sheet, Music on the Pianos near Pleasant Park and Lonely Lodge. Also man soll auf jeden Fall wieder diese Musik spielen mit den Pianos auf dem Boden in der Nähe von Pleasant Park und Lonely Lodge. Davon gibt es auch wieder, glaube ich, verschiedene.
Ja, Leute, müsst ihr aber mal selber gucken, wie ihr das Ganze hinbekommt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das aussehen wird. Ich werde euch aber morgen auf jeden Fall die Lösung dazu hochladen. Deswegen jetzt schon mal ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um morgen nichts zu verpassen. Ihr wisst es, ich lade jeden Donnerstag die Lösung für die Herausforderung hoch und ihr feiert das einfach übelst. Und deswegen mache ich es auch weiterhin. Es bringt mir Spaß und ich kann euch damit helfen. Ich persönlich weiß direkt, welche Herausforderungen das sind. Und ich denke mir dann auch, ja, die meisten wissen das zwar, aber die meisten wissen das gar nicht, wollen das Ganze einfach haben. Die haben keinen Bock, sich da diese Lösung zu suchen, gucken dann kurz auf YouTube und das war's dann. Da haben sie die Herausforderung schon. Kann ich natürlich auch verstehen, ich war auch immer so faul früher, aber wir gucken mal direkt weiter. Wir haben nämlich noch zwei Herausforderungen offen. Zum einen ist das die Compete in a Dance Off at an Abandoned Mansion, also in der Nähe von einer Villa, sollst du ein Dance Battle haben. Wie das jetzt ausgehen wird, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Du sollst wahrscheinlich mit irgendjemandem dancen da in der Nähe von dieser Mansion, also von der Villa. Wo das Ganze ist, weiß ich jetzt noch nicht, also welche Villa gemeint ist. Aber wie das Ganze auch aussehen wird, das werden wir morgen sehen, weil unter dieser Herausforderung kann ich mir einfach gar nichts vorstellen. Du sollst ein Dance-Battle mit jemandem haben in der Nähe von einer Villa. Ja, Leute, ihr könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber ich persönlich habe gar keine Ahnung, was da auf uns wartet und was da sozusagen gefordert ist. Werde ich aber morgen definitiv ein Video zu machen. Dann kommen wir auch schon zur letzten Herausforderung und zwar Eliminate an Opponent from at least 15 meters away. Also 50 Meter weit weg musst du sein, also aus einer Entfernung von 50 Metern sollst du einen Gegner killen. Und das ist auch eigentlich relativ easy machbar. Das kriegt auch jeder von euch hin. Leute, ich glaube an euch. Ihr seid wirklich die Besten. Und deswegen, 50 Meter ist nichts gefühlt. Und deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ihr das locker, locker, locker easy hinbekommt. Ich meine, mit einem Sniper killen, Jagdgewehr oder sonst irgendwas. Ihr könnt ja die Herausforderung auch in den verschiedenen Spielmodis machen. Ihr könnt sie in dem, ich weiß gar nicht, wie der hieß, irgendwas mit dem Keller oder so. Dieser eine Modus, ich spiele den selten, weil ich mag den irgendwie nicht so. Gruppenkeile, genau, Gruppenkeile hieß der, nicht Keller. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Und wir haben ja noch einen Hautnah-Mode zum Beispiel zur Zeit. Den könnt ihr auch spielen. Bei dem Hautnah-Mode muss man halt dazu sagen, es ist wirklich ein Shotgun-Battle. Da kriegt ihr auf Entfernung nichts gebacken. Aber bei dem anderen Gruppenkeile-Modus, da könnt ihr es richtig, richtig easy machen, Leute. Schnappt euch irgendeine Waffe in das Getümmel rein. Da ist eh eine Masse, da sind 5 Leute mindestens. Sprayt ihr ein bisschen rein und dann trefft ihr schon irgendeinen Gegner. Deswegen, Leute, das ist wirklich einer der easiesten Herausforderungen, muss ich sagen. Die erste Woche war auch relativ einfach und die zweite Woche ist auch eigentlich einfach. Die einzige Herausforderung, die mir ein bisschen Nasenbluten bereitet, ist einfach die mit den verschiedenen Phasen, zum Beispiel von Snobby Shows und dann Pleasant Park in einer Runde besuchen. Die verschiedenen Orte sind wirklich nicht nah beieinander. Deswegen bin ich am Überlegen, ob diese Herausforderung auch so kommen wird oder ob sie nicht so kommen wird. Aber wenn sie so kommen wird, dann mal Halleluja, Leute, weil, Digga, diese Orte sind wirklich nicht nah beieinander. Und was uns da erwartet, ich bin mal mega gespannt. Ihr könnt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber es sind wirklich Orte, die es wirklich in sich haben. Nichtsdestotrotz geben wir natürlich unser Bestes und versuchen, diese ganzen Herausforderungen natürlich zu meistern. Und ich werde mir auch Mühe geben, die Herausforderung so schnell wie möglich hochzuladen, weil die Herausforderung kommt immer circa so um 14 Uhr oder so und dann werde ich versuchen, der Erste zu sein, der die Lösung hochlädt. Deswegen gönnt doch einfach mal ein Abo und natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen, denn mehr als 60% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Sie kriegen meine Videos immer auf der Startseite vorgeschlagen oder irgendwie neben den Videos und deswegen gönnt einfach mal, Leute. Einfach mal gönnen und es kostet wirklich nichts für euch. Es ist komplett kostenlos, wenn ihr ein Abo da lasst, aber ich freue mich unnormal, wenn wir vielleicht dieses Jahr noch die 26.000 Abonnenten erreichen. Wir haben ja schon 25.000 erreicht, das ist schon eine Riesenzahl und ich bin mega glücklich. Das poste ich auch jedes Mal auf Instagram, da könnt ihr mir natürlich auch folgen, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was ich so zurzeit mache. Und ich habe mich riesig gefreut, weil es einfach so eine krasse Zahl ist. Ich habe so lange dafür gekämpft und gearbeitet und jetzt endlich 2018 habe ich gegen Ende diese Zahl einfach erreicht. Vielen, vielen Dank. Wollte ich nochmal sagen, ansonsten Leute, lasst gerne ein Like da, natürlich auch ein Abo da lassen, Glocke aktivieren und mir auf Instagram folgen. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann nochmal ein kräftiges Hashtag Ehre in die Kommentare. Ich verspreche euch in diesem Video wieder jedem ein Herz dazulassen. Gönnt einfach mal, Leute. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn ihr mich nochmal kostenlos unterstützen möchtet, könnt ihr gerne nochmal meinen Creator-Code eingeben, Tactics
wollte ich gerade sagen, aber METE-8 oder minus 8 könnt ihr als Creator-Code eingeben, dann unterstützt ihr mich kostenlos, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was wir hier für Videos in Zukunft sehen auf meinem Kanal. Ich habe nämlich vor, jetzt nochmal Live-Commentaries rauszuhauen. Heute Abend kommt sogar schon das erste, es ist schon aufgenommen, schon fertig gerendert und es wird gegen 8 Uhr oder so erscheinen. Bin mal gespannt, vielleicht 19, vielleicht 8 Uhr, seid einfach gespannt. Leute, ihr habt eh ein Abo dagelassen und die Glocke aktiviert, dann werdet ihr das Video direkt sehen. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, war es das von diesem Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.